So, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part Battlefield 3 hier auf meinem Account Null for Forever. Ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Jo, links oben seht ihr die Ausrüstung des Tages, welche ich heute auf meinen Soldaten mittrage. Darunter ist zu sehen die Karte und der dazugehörige Modus und somit wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim folgenden Video. So, hallo und herzlich willkommen. Ja, ich habe schon eine Typen eliminiert, ich weiß, verboten, aber gut. Das war aus dem Notfall heraus jetzt, weil ich nicht drauf gehen wollte, ganz einfach. Habe ich den kurz abgeballert, ganz cool. Wäre ich fast drauf gegangen von dem abgesehen. Aber ich habe es überlebt. Das ist ja schon einmal eine Leistung. Ich werde mich heute einmal. Perfekt. Als Sniper versuchen. Und eventuell. Boah, ey. Toll. Draufgegangen einmal. Perfekt. Werde ich als Sniper versuchen mit der SV 98. Ja, mal sehen, was wir da schaffen können. Bin gespannt. Auf kaspisches kaspisches Grenze, jawohl. Auf kaspische Grenze. Ja, man sollte vielleicht Headshots machen. Das wäre natürlich schon irgendwie geil, oder? Boah, ey. Also, der Pro bin ich ja da in diesem Dings ja nicht, muss ich sagen. Diesem Herumsnipern bin ich jetzt nicht so der Profi. Aber gut, was nicht ist, kann ja noch werden. So, immerhin habe ich jetzt ihn einmal getroffen. Ah ja, gut, habe ich zwar 50 Schuss gebraucht, ist aber. Boah, ey. Ballert sein Typ mal nieder da. Ich kann es nicht. So schnell kann ich auch wieder nicht reagieren. Leider. So, naja, bitteschön. Immerhin habe ich einmal zwei umgebracht, oder? Das ist ja mal. Besser als nix. Der Profi bin ich, wie gesagt, nicht. Das habe ich eh schon erwähnt vorhin. Weil ich jetzt nicht so oft snipern tue. Nein, danke schön. Momentan brauche ich nichts. Zum Glück, muss ich fast sagen. Alter, das wäre aber ein Headshot gewesen, gell? Sag ich dir nur. Boah, jawohl, Alter, der Typ herrscht. Das ist sein Ernst? Kann ja nicht sein, dass der so schnell anvisieren kann, oder? Gut. Ich darf nicht von mir aus gehen, weil ich sage, ich bin da nicht so der Profi in diesem Dings. Diesem Sniper rein da. Geherrst. Das ist aber ein Scherz jetzt, oder? Nein! Den hätte ich umlegen können. Was ist das für ein Wichsherrst? Schade. Ein verschenkter Kill, würde ich sagen, oder? Ein verschenkter Kill. Okay. Mhm. Naja, dann schauen wir sich einmal weiter um. Ich meine einmal, dass ich. Wer kommt hier nicht mehr weg? Er anscheinend, so wie es ausschaut. Deswegen habe ich ihn einmal vor mal umgelegt. Schaden kann es nicht, glaube ich. Fragt mich nur, wer da gerade so. Alter Schwede, hörst du. Das ist ja wohl nicht sein Ernst, oder? Aber immerhin habe ich ihn getroffen, oder? Glück im Unglück, würde ich einmal so sagen. Da ist irgendwo einer. Ich sehe ihn irgendwie nicht. Der muss irgendwo da hinten sein. Werde mal hinter das Auto move'n da. Boah, ey. Das war eindeutig nix. Nein! Da steht wieder auf erst. Mensch, mein Kindergott, das heißt. Naja, bitteschön. Also, ich muss ja schon sagen, in Battlefield Pleasure Freeze mir das eindeutig leichter gefallen mit den Snipern. Bei BF3 scheint es doch etwas schwieriger zu sein. Schade. Naja, kann man nichts machen, gell? Ich werde mein Bestes geben. Erst. Muss das sein, mein Freund? Erst, wer ballert denn da? Da ist schon einer gestorben. Aufpassen, ich hab einen feindlichen Infos. Naja, so. Ist es eher mal weg. Das ist auch schon einmal ganz nett. Gut. Erst. Fuck, der Typ. Die M98 muss relativ gut sein, aber die habe ich. Oh, oder habe ich sie? Doch, die habe ich sogar, glaube ich, schon. Wenn es mich nicht täuscht. Lebt der Hans jetzt noch oder nicht? Weiß man auch nicht genau. Feindlicher Sniper. Alter, wie ich einfach da nicht treffe, das ist Wahnsinn, oder? Das ist doch nicht zum Fassen. Stirbt das. Nein, jetzt lauft er mir wieder davon. Ja, ich, Leute, ich kann das nicht wirklich. Ich bin einfach kein Sniper, nicht in diesem Spiel. Na, immerhin habe ich ihn getroffen, oder? So. So.
Du musst das, das ist relativ schwierig, da irgendjemanden zu treffen, wann er sich gerade bewegt. Also das ist wirklich nicht einfach. Aber ich denke mal, das wird einen guten Sniper ausmachen. Fix nochmal heißt. Wo ist denn der jetzt wieder? Das war irgendwo da drin, oder? Glaube ich. Ha! Du Sau, du Blöde! Endlich habe ich ihn einmal erwischt, den Brunzer heißt. Kann es ja wohl doch nicht sein, oder? Mensch, mehr, da treffe ich wieder überhaupt nichts dort, oder? Alter! Ha! Mein Freund, Herrs! Na, ja, das war wieder mal knapp daneben. Knapp daneben ist auch vorbei, würde ich sagen. Aber immerhin schwimmfick. Ha, lol, da, jetzt geht was weiter, sage ich, oder? Würde ich einmal fast so sagen, dass ich ja doch noch etwas treffe da. So, zum Glück, ich weiß nicht, warum das so viele Leute haben, das mit diesem Blenden. Ich finde, das verratet die Position eigentlich ziemlich schlimm. Okay, dann habe ich jetzt leider nicht... Wer ballert mich dort wieder ab? Boah, ey, das war wieder ein kompletter Durchschuss. Ein kompletter Schuss ins Klo. Da hinten. Jetzt werde ich da irgendwie schon zum Camper hinter dem Auto, oder gibt's das? Aber andererseits will ich da auch nicht wirklich weg. Kurz einmal nachgeladen, glaube ich. Schadet nicht. So, wo sind jetzt eigentlich die Gegner genau? Das wäre mal interessant zu wissen. Da scheint auf jeden Fall irgendjemand zu sein da hinten. Alter, den habe ich wieder nicht getroffen. Kruzifix nochmal heißt der. Auch nicht getroffen. Sehr geil. Dann schmeißen wir ihnen dort mal eine Granate nach hinten. Vielleicht hilft das irgendwas. Oder auch nicht. Okay. Habe ich noch eine Granate? Nein, natürlich nicht. Schade. Oh lol, Alter, was ist denn? Was ist denn da für eine Ansammlung heißt? Bist du blöd, hast wirklich... Oh, Granaten, okay. Nicht so gesund. So. Naja, schon langsam. Ich sage mal, wenn ich mich ein bisschen einmal eingespielt habe, dann geht ja doch was voran. Oh, scheiß mich an. Okay, da auf diese Entfernung, das ist mir doch etwas zu knapp. Finde ich ja mal so persönlich. Ich weiß halt nicht, ob da jetzt noch einer steht drüben, gell? Das kann ich jetzt nicht sagen. Bin ich mir irgendwie auch zu feige, da jetzt drüber zu laufen. So. Trau mich nicht ganz drüber zu laufen, da muss ich sagen. Aber schon langsam, denke ich, bin ich einmal etwas eingespielt, muss ich auch zugeben. Ich weiß, dafür laufen wir jetzt einfach einmal rüber. Okay, der Typ ist eh schon tot. Perfekt, so. Das ist sich jetzt... nicht mehr ganz aus. Autsch, autsch! Naja, bitte, wir haben aufgeholt, oder würde ich sagen. Das ist ja mal besser als nix. Au, 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 au. Fuck, fuck, fuck. Lass mich hinter die Kiste, du Sau! Mensch, Kinderherrst. Könnt ihr mich ja da nicht so im Weg steht, dann gehe ich ja wieder die ganze Zeit nur drauf. So, jetzt tue ich aber wiederbeleben, weil ich bin ja nicht blöd und lass mich da 30 Mal abballern von dem gleichen. Da ist irgendwo einer. Na wo, weiß ich nicht, gell? Das wäre eine gute Idee, eine gute Frage, das gute Dings, das zu wissen. Keine Ahnung, was der Typ ist. Da ist auf jeden Fall gerade irgendwo jemand. Feindlicher Scharfschütze oben. Boah, ey. Fuck. Fuck it, Alter. Ich kann so schnell nicht anvisieren. Das kann ich nicht. So. Ein neuer Versuch, würde ich sagen. BZW, was kommt da an? Kommt doch hier, da ist doch irgendjemand, oder? Da war auch erst. Also im Nahkampf habe ich absolut keine Chance, das muss ich zugeben, weil im Nahkampf bin ich nicht wirklich der geborene Profi, muss ich sagen. Solange wir da nicht irgendein... Boah, ey, nein. Nicht sein Ernst, oder? Wer schießt da mit den Granaten rum? So! Nein! Wo ist denn der Brunzer da von hinten jetzt? Ist der jetzt weg oder wie? Da war doch vorher ein Sniper da irgendwo, oder nicht? So, was ich da mache, ist natürlich jetzt wieder sehr grenzwertig. Aua. Boah, nein! Was ist das? Warum?
das war jetzt eher aus dem Notfall heraus, oder? Fuck. Man, ich bin... Alter, was macht er da? Ist das sein Ernst oder was? Fuck. Ist nicht leicht. Kann es jedem mal empfehlen, das zu probieren, aber es ist auf jeden Fall definitiv nicht einfach, da beim Snipern was zu treffen. Besonders nicht, wie gesagt, ich habe es eh schon gesagt, wenn sich die Gegner bewegen. Ist das Ganze ehrlich gesagt nicht wirklich easy. Nein! Und ich ballert wieder gegen die Wand erst, ich sag's dir. Ah, aber immerhin. So. Den haben wir einmal erledigt, soweit. Den haben wir auch erledigt, perfekt. Also ich sage mal, feindliche Sniper abzuballern ist definitiv leichter. Als wie sich bewegende Opfer, also Ziele anzugreifen. So. Da ballert einer herum. Und ich meine mal, ich kann bei Battlefield 3 definitiv... Oh shit. Ich finde den Spruch so geil, fliegen wir im Leichensack nach Hause. So, Autsch. Das ist jetzt wieder mal nicht so gesund, was ich da veranstalte. Warum war das klar, dass mich der Typ jetzt wieder trifft? Aber gut, immerhin habe ich eine halbwegs schöne KD, sage ich einmal. Das kann man, glaube ich, zufrieden sein, halbwegs. Besser als, ja, besser als alles andere. Ja, da haben wir zumindest einmal Sniper gespielt zur Abwechslung. Und auch eine andere Map ist doch auch irgendwie sehr abwechslungsreich, einmal was anderes zwischendurch. Hoffentlich hat es euch Spaß gemacht. War auf jeden Fall sehr eine interessante Erfahrung für mich, da einmal Sniper zu spielen. Und ja, bekomme ich wieder natürlich wieder haufenweise Ribbons. Die M98B hätte ich glaube ich auch schon, jetzt wo ich gerade drüber nachdenke. Die hätte ich glaube ich sogar schon gehabt. Ja, werde ich dann beim nächsten Mal vielleicht spielen. Ja, wie gesagt, hoffentlich hat es euch Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal wieder, wann ihr mögt. Bis dahin. Ciao. Speichern einmal als erstes, würde ich sagen. So. Was ist eigentlich das Missionsziel? Muss ich kurz... Achso, das kann ich so nicht schauen. Das Missionsziel... Drin ist ein Turm, in dem sie... Alter, lol. Verschein zeigen sie den Bürgerbau. Mit dem werde ich kurz mal etwas erkunden gehen. Jetzt... Damit man da mal die nähere Umgebung... Die Karten ist ja... nicht wirklich groß, sehe ich gerade. Also genau wie im ersten Teil, nicht wirklich mächtig groß. Ja, die Musik ist natürlich wunderbar. Also was mir eines... was mir